Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich meine Wimpern tusche. Ich habe dazu drei Utensilien. Naja gut, Wimperntusche ist klar, jetzt bin ich hier ein bisschen verzerrt. Ich habe dazu so ein Spiegel, das es geht aber wirklich auch jeder andere, dann meine Mascara und meine Wimpernzange. Und wenn ihr wollt, könnt ihr so eine so eine Base dafür nehmen. Ich habe die von Essence, die ist wirklich gut. Gibt den Wimpern das ultimative Volumen und Schwung unter jeder Mascara anwendbar. Ist eigentlich wirklich gut. Mit anderen habe ich keine Erfahrung gemacht, aber mir dauert das immer zu lange. Gerade morgens, wenn es schnell gehen muss, ist das immer ein bisschen zu viel Aufwand. Aber eine Wimpernzange kann ich wirklich jedem von euch empfehlen. Die gibt es von, weiß ich nicht, es gibt welche von Kron, es gibt bei DM, bei Rossmann, überall. Also ich denke, MAC hat auch welche. Gibt es eigentlich. Weiß ich nicht, ob da die Unterschiede so groß sind. Auf jeden Fall, die hier ist von Rossmann. Ihr müsst bedenken, dass ihr diese Gummis. Ich krieg's natürlich nicht raus, doch. Diese Gummis regelmäßig austauscht, ne? Also, die gibt es auch irgendwie 4 Stück für 2 Euro vielleicht oder so. Sicher bin ich mir dann nicht. Müsst ihr dann. Also, ich wechsle das so einmal alle 2 Monate aus. So. Und zwar setze ich die an, ganz nah am Wimpernkranz. Ich muss jetzt mal in den Spiegel hier gucken. Also ich gehe da schon, ich mache es jetzt mal hier mit, ich glaube, das seht ihr besser. Ich gehe da schon ziemlich nah an den Wimpernkranz an. Aber klemmt euch nicht die Haut weg. So, dann drücke ich und halte so, ja, 5, 6, 7 Sekündchen. So. Genau. Dann gehe ich in die Mitte. Ihr könnt auch so 10 Sekunden halten. Dann gehe ich ungefähr so in die Mitte. Und halt auch noch mal so meine 10 Sekunden. Wenn ihr jetzt seitlich guckt, dann seht ihr das schon. Und dann gehe ich auch noch mal nach ganz oben, so dass die Spitze auch noch mal gebogen ist, weil sonst ist da ein zu extremer Knick drin. Genau. Und wenn euch das jetzt irgendwie, also bei mir wird das immer so sehr kantig, dann gehe ich dann noch einfach einmal so, so und so. So, damit das so ein bisschen, ja, so einen runden Schwung ergibt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so kantig wird, keine Ahnung, oder ob das jetzt nur bei mir so ist. Ich habe anscheinend den Dreh nicht so raus. So, dann benutze ich die Multi-Action von Essence. Ich hatte auch die Volume Express von Jade, die ist auch sehr gut, aber die hier ist auch vergleichbar, also die ist auch sehr, sehr gut. Ich habe auch schon gelesen, dass ganz, ganz viele die ganz toll finden. Ich komme mit diesen Bürstchen immer sehr gut klar. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also das trennt die Wimpern auch sehr schön und ich biege mir die immer so ein bisschen, damit sie runder wird. Aber das heißt nicht, dass es bei jedem auch dann den gleichen Effekt ergibt. Also es gibt ja auch schon geschwungene Bürstchen zu kaufen. Müsst ihr halt gucken, was da für euch besser ist. Und dann mache ich das so, nicht pumpen wisst ihr ja, ne? So, dann mache ich das so, dass ich von oben nach, also ich gucke, ich nehme mir den Spiegel. Ihr könnt ja, wie gesagt, jeden anderen Spiegel auch nehmen. Ich gucke von oben nach unten so und dann tusche ich. Erstmal, seht ihr das? So. Ich mache auch so leichte Zickzack-Bewegungen, weil ich das Gefühl habe, das trennt die Wimpern nochmal so ein bisschen besser. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das von unten mache, dann drücke ich die Wimpern automatisch hoch, also dann ziehe ich die mit hoch. Ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwie mal so eingebildet. So, jetzt sind die schon mal, das ist jetzt die erste Schicht. Dann warte ich jetzt ein wenig. So, ich habe jetzt gewartet, bis sie fast völlig angetrocknet sind die Wimpern, aber noch so ein ganz, ganz bisschen feucht sind. Also so ganz minimal. Also sie sollen nicht ganz antrocknen. Und dann kommt die zweite Schicht. Das mache ich wieder so, dass ich von oben nach unten gucke und das dann so hochziehe. Wieder. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen dicker. Voluminöser. So. Auch immer schön die Bewegung dabei machen, weil das die Wimpern schön trennt, wie gesagt. Auch schön die innere nicht vergessen.
So. Ah, jetzt habe ich ein bisschen verklebt. Jetzt warte ich wieder ein bisschen. Ja, ist immer ein bisschen nervig, dieses Warten. Aber nebenbei könnt ihr dann ja auch schon, was weiß ich, Rouge auflegen oder was ist mit meiner Stimme los? Ja, was auch immer machen. So, jetzt warte ich, warte ich, warte ich. Gucken wir. Oh nein, jetzt habe ich hochgeguckt, ich Idiotin. Das darf man natürlich nicht machen, ne? Okay. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wenn man jetzt hier oben ein bisschen gekleckert hat, einfach ein bisschen mit so einem Wattestäbchen weg. Ja, wenn das jetzt dem einen oder anderen zu viel Aufwand ist, dann kann ich das natürlich total verstehen, weil ich habe auch nicht immer Bock, das zu machen. Manche mögen es ja auch natürlicher, dann macht halt nur eine Schicht. Was ich euch einfach zeigen wollte, ist, es vielleicht mal zu probieren, von unten nach oben also nach unten zu gucken und dann zu tuschen und halt mit dem Finger so, wenn die Wimpern noch halb feucht sind, leicht angefeuchtet sind, mit dem Finger hochzubiegen. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ihr müsst da jetzt wirklich nicht 12.000 Schichten nehmen, so wie ich das mache. Ja, ich hoffe, ihr seht das überhaupt. Ja, ich glaube, man sieht nicht wirklich was. Naja, auf jeden Fall, vielleicht habt ihr ja Lust zu bewerten, zu kommentieren. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und wir sehen uns. Tschüss.